Willkommen zurück zu Professor Blaze Fallout 2 Restoration Project mit Raffi und teleportierenden Supermutanten. So, wir haben jetzt sind gerade in der Odds and Ends Phase. Wir checken mal, ob das Village noch irgendein ominöses Quest für uns hat. Ich weiß es echt nicht, aber wer weiß. Nein, will still building. Hatten sie die Hütten vorher schon? Ich glaube nicht. Upgrades! Ich glaube, sie hatten Zelte. Cannot get there. Ist das ernst gemeint? Okay. Wir haben noch bei der Abbey ein Quest abzuschließen. Nein. Verschwenden wir es nicht die Zeit drauf. Wir können vielleicht schauen, ob die Trader hier irgendwas restockt haben. Also nicht vergessen, da war glaube ich die Super Mutant. War da die Super Mutant Armor her? Oder war die. Irgendwo wird meine da war die Super Mutant Armor her, ja. Let's Barta. Das ist Barta. Ist das da alles Zeug, das wir verkaufen wollen im Inventar? Ich glaube schon, oder? Ich werde das Gefühl nicht los. Bis auf die Pistole halt. Ah nein, das Laser Rifle wollten wir nicht verkaufen. Die haben wir bekommen, unnötigerweise. Seien wir uns ehrlich mit den Granaten. Bringen wir uns am allerhöchsten selbst um. Wir werden einfach keine Freunde damit. Okay. Aber Steampacks sind gut. Wir haben auch das letzte Mal, wir haben das letzte Mal verstanden, wie das Equipment von manchen NPCs funktioniert. Ich sag, ist ja nicht so, dass ich das Spiel nicht schon hunderte Stunden gespielt habe. Hat der auch was für uns? Hallo, again. Nein, hat er nicht. Wir sind, glaube ich, eigentlich eh nur noch hier, um irgendeinem Typen Material oder Pflanzen zu geben. Haben wir das hoffentlich noch im Inventar. Genau. Botany Holodisk. Wir sind auf der Suche nach... Ah, wir müssen noch zum Brother Samuel. Collective Vision Botany for Brother Paul. Ich hoffe, das war der. Nein. Ja, found some information. It might interest you really, that's great. Please do tell immediately. Eigentlich könntest du vorlesen. Well, the understanding habitat destruction and species extinction is dependent on an accurate and complete catalog of plants, systematics and taxonomy. And then this means that... Fascinating. I appreciate you taking the time to find this for me. Please go and upload this to your computers. No problem, I'll do it right now. Das müssen wir machen. Wahrscheinlich müssen wir die... Access Card aus dem Auto holen, Alter. Oder müssen wir es einfach drauf anwenden? Das hätte ich einmal probiert. That does nothing. Nice. Schleicht's euch aus der Tür. Das heißt, wenn man nicht das Access Card Quest hat, kann man sich das überhaupt schenken. So. Ich glaube, ich weiß noch, wie die ausschaut. Das war's nicht, das war der Stable Spell. Die wir hypothetisch auch noch arbeiten können. Ich sehe viel klumpert, aber nicht dieses. Doch, das ist es. Mit dem Atom versehen. War die im ersten Teil für irgendwas drinnen oder ist das für ein Unused Asset oder haben sie das extra gemacht? Ich weiß es nicht. Die Musik finde ich fast schon deprimierend hier. So. Continue. Winblobs loaded. Add information. Botany information. Log off. 750. Ja, der war's. Und das interessiert sie nicht mehr, okay. Also, ich glaube, das sind auch so Gründe, wofür das gecuttet wurde, weil ja, es macht Sinn, dass das da ist, aber... Aber wenn man sich so überlegt, dann fährt man noch einmal über die ganze Map für 750 XP, das ist eigentlich schon ein bisschen... frustrierend. Ist das nicht Samuel? Welcher ist Samuel?
ja, das war ja separiert physisch. War das vielleicht der mit der Presse? Hat sich sogar unseren Namen gemerkt. Das ist our printing press. Suli, geh aus der Tür. Oder ist Samuel der Bossmann hier? Ich weiß es nicht. Oder der am Friedhof. John. Man merkt halt auch, also zum Thema wirklich der Location, sie trägt halt. Sie trägt halt zum Fluff bei, aber ich weiß nicht, die ist halt dann. Oder vielleicht ist da einfach Kürzungen zum Opfer gefallen, mit wir haben nicht die Zeit, es fertig zu machen, wir machen die Sachen fertig, die für die Story relevant sind. Wäre mein Verdacht, weil man sieht ja, es ist nicht wichtig. Im Gegensatz zu so Loose Ends, wie halt der Schwester vom Sulik. Es könnte noch der sein, aber. Ja, nerfed a Tully, I say, trying to remember, yeah, remember Tully, how's he doing, haven't seen him, he was kicked out here, but he was a hood, him and me together about a combo, he lives in New Reno, blah, blah, remember him saying rightly, blah, 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 tell him old Sammy is still kicking, he sends his greetings, blah, 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 should I tell him hi as well, haben wir das jetzt erledigt? Ah, jetzt müssen wir wieder zurück zum Tully, wenn wir mal wieder in New Reno sind. Das Auto steht sehr weit vom Eingang entfernt. Aber dafür immerhin am Asphalt. Der vermutlich nach 200 Jahren nicht in so einem guten Zustand wäre. So. Wir können jetzt nochmal probieren, Lynette zu bequatschen. Und wir können gleich in der... Können wir hier warten? Weil es alle Spießer sind. So, also wir erinnern uns, eigentlich sollten wir Guard Captain werden können, aber wir sind ja scheinbar nicht weit genug in ihr Hinterteil reingekrochen. Das dürfte übrigens die relaxter Guard Duty sein, weil sie da nicht in Combat Armors rumlaufen würde. Aber ich kann mir überlegen, ich glaube, die Metal Armor waren 17 Kilo Metall und. Das andere. Wobei, wenn ich sage, ich kämpfe hauptsächlich gegen. Was ja von den Werten her, glaube ich, habe ich es passt. Wenn ich sage, ich kämpfe hauptsächlich gegen. Ich weiß nicht, gegen Mole Rats und irgendwelche Savages mit Speeren oder Messern, und dann macht. Metall ja noch halbwegs Sinn. So, also Dialog-Choices zum Seance. I'm looking for Vault 13. Perhaps some mention of your vault is in our computer archives. I would be grateful. But I am a citizen. The proconsul mentioned we had gained a new citizen. Thank you, first citizen. Yes. What is it like? Of course. What can he's a troublemaker. That's what he is. He constantly seeks to convince the citizens to turn Vault City into a democracy. Ich finde es listigen. With everyone having a say in law. Lustiges Spiel. The archives state that many old world nations had such a government. Can you imagine how a government needs a strong capable. How does it rather renting a public. Ich glaube, das lassen wir lieber, damit kann man sich nur in Schere einreden. Und
Thank you, First Citizen. Aber ich glaube, das deckt nicht, oder? Der braucht nicht. No, no, we do not live in the vault. They were a temporary measure to protect a chosen few from the war. Die Overseer leisten. There is no overseer. When we came to the surface, we formed a new government. The overseer position was superfluous. So you're the leader? I am first citizen of Vault City. I am sorry, but we used ours to start Vault City. I do. Perhaps some mention of your vault is in our we could I am a citizen. Thank you, citizen. Welcome, citizen. Aber ich glaube. Have you resolved the situation? Then do not waste my time. Yes? Haben wir eigentlich schon das über Gecko erzählt? Ich glaube, das ist auch eine Vor. Voraussetzung, dass wir zum Captain werden. Vielleicht. Have you resolved the situation? So, you disabled their plan? Excellent. You have conducted yourself as a true Vault citizen. Thank you, First Citizen. Yes. What is it? Of course. What can I help you with, citizen? Okay, damit haben wir es nicht mehr als Option. Wir haben es vermutlich verpeilt, weil wir es nicht zu dem Moment hatten und das Quest aufgelöst haben. Gut. Damit entgeht uns die ganze Munition, die der Vault Doctor aus Markus rauszieht. Aber ja, wir haben es geklärt. Also. Und das ist das Problem mit vielen, generell mit vielen RPGs, dieses, wenn du Sachen nicht in exakter richtigen Reihenfolge machst, kommst du nicht auf, oder du hast einen Skill-Check, du hast ein Timing im Game, wo es geht, oder so. Irgendein Zeitfenster. Und ich meine, das ist jetzt nicht sehr notwendig, aber es wäre nice gewesen. Wir versuchen das ja relativ komplett zu machen, aber wir können es nicht. Gut. Was mich teilweise einfach nur stört, ist, dass du... Weil ich habe letztens angefangen, den ersten Shadowrun Returns zu spielen, also den ersten von den modernen Shadowrun Games. Ja, ah, da kann ich auch kommentieren und ranten zu allen, wir sollten den Markus mitnehmen. Was mich da sehr stört, ist teilweise so, du bekommst einen Haufen Karma, hast keine Ahnung, für was du es noch ausgeben kannst und musst. Und in dem Moment, wo du dann eine Möglichkeit hast, es auszugeben, wie zum Beispiel, weil dir dann tatsächlich ein Skillcheck revealed wird, kannst du nicht einfach sagen, okay, pass, ein anderes Mal kannst du das schnell scalen und dann damit den Skillcheck ausfüllen? Nein, das darfst du nicht. Ja, man könnte auch anmerken, ich meine, du merkst auch bei den meisten RPGs, ist es so ein, ah, spiel's einmal durch und bumble durch und beim zweiten Mal, dann weißt du, was abgeht. So, ich werde es gleich versuchen, ein bisschen was an Klumpert hier rauszuschmeißen. Ja. Seien wir uns ehrlich. Schaufel weiß man nie. Ich tue mir sehr schwer, Munition wegzuschmeißen. Rüstungen sind halt schwer und. Ja, ich bin schon am Cumbrance Limit, aber da unten war wirklich das Klump. Irgendwo war da noch ein klumpiges Klumper, das wir wirklich nicht brauchen. Ja, ich meine, what the fuck, nehmen wir da mit? Das gibt's ja nicht. Ja, unsere Sammlung an zeremoniellen Speeren. Ich wollte einen Flammenwerfer upgraden lassen. Wir können eh nach New Arena schauen. Ja, ja. Ach, gib mal Ruhe. Haben wir Batterien dabei fürs Auto? Ach, wenn wir die Laserknarre bedienen wollen, sollten wir vielleicht. Yeah.
Ja, also man merkt, moderne Organisationsformen ist auch besser. Also in manchen Sachen, man kann über einige Gameplay-Sachen diskutieren, auch bedienungsmäßig geht manches in den modernen Fallouts viel besser. Mhm. Und es wäre auch traurig, wenn 20 Jahre Unterschied. 2008 war, Fallout 3 war 2008, bilde ich mir ein. Ja, trotzdem war, eines, der war einer der berühmtesten Mods für Fallout 3, dass das Intro geskippt wird. Ja, das kennt man. Schau, ich habe das damals noch mit Games for Windows Live spielen müssen. Oh oh. Es ist Mortenzeit. We didn't equip a weapon. Wir haben das Zeug nicht weggeschmissen. Na wurscht. Well, nachher dann. Wir werden mit keiner was treffen, aber... So, apropos Flammenwerfer. Ich hätte mich gleich heilen können. So, wir müssen diese eine Runde überleben. Weit haben wir es gebracht. Ja, das ist das Problem. In der Mitte von so einer Bande stehen ist halt einfach nur ein Ausdauergehen. Mist. Wenigstens spielen sie jetzt nicht noch zwei Züge aus. Ja, das ist das Problem. Eigentlich, die werden gar nicht so tough, wenn man nicht in ihnen. Ja, es, wenn man nicht in ihnen. Spawnen würde. Und sie dann gleich. Oder eben durch unsere tollen Dings ist, wir gleich doppelt. Und vor allem, das sind die Encounter, wo man noch nicht buffen kann. Aber wir kriegen mehr Flammenwerfer. Mhm. Das einzige, was mich nicht an Fallout 4 stört. Ist, dass man da auch hergehen kann und sagen einfach so, okay. Probieren wir es nochmal, ja. Ja. Dass man da einfach hergehen kann und sagen, passt, ich zerlege einfach den dreckig, die ganzen dreckigen Waffen, weil ich kann damit eh nichts anfangen. Ja, damit haben sie halt Bedarf, sie haben es generell bedarfsmäßig ganz anders balanciert halt. Aua. Der hat die HP. Irgendwie denke ich mir irgendwann so einen Brainbot zurücklassen. Meine Party bekleckert sich echt nicht mit Room, aber es ist schon. Hat jetzt den Ripper. Ja. Das, wie gesagt, das Problem ist, die machen uns einfach zu viel Schaden in einer Runde und wir spawnen in ihnen drin und ich kann nicht einmal preloaden mit einem Psycho oder irgend sowas. So. Ja. Ah, stimmt, ich wollte auch noch über den quatschen. Also die Shadowrun Returns Trilogie war im Prinzip von auch von den von originalen Shadowrun Leuten eine sehr nice Idee, auch Kickstarter gefundet. Ich glaube, ich habe es nicht gekickstartet. Aber nach das ging ein kurzer Zeitpunkt dafür die Bohrmaschine. Alter. Haben wir den Flammenwerfer überhaupt noch? Wenn wir den nicht an der Person haben, liegt er im Kofferraum. Ja, dann haben wir dreimal vorbeigescrollt, ja. Wir werden von der. Irgendwann, wenn wir die Mortens überlegen, kriegen wir einen neuen. Ich kann am Netzwerk aussortieren. Haben wir nicht schon alle Crime Families umgebracht? Ja, die schon, aber die Mortens nicht. Wer sagt, weil wir in einer. Weil die sind schwerer bewaffnet als die Crime Dings, ist und wir spawnen mitten. Kann man die Laser Rifles upgraden? Ich weiß nicht. Hm. Ja. Ja. So, wenn wir schon mal da sind, ist der so betrunken. Wunderbar.
Rest mal. Ja, passt. Spoke with Samuel. Oh, good old Sam. Nochmal 750. Was haben wir? Wie viel fehlt uns eigentlich noch? Mal 10.000. So, ja. Also meine Summary von den Shadowrun-Spielen war, das erste war eigentlich ganz lieb, abgesehen davon, dass die Story ziemlich rehashy war, auch wenn sie sehr viel angespielt hat. Da hatte ich, glaube ich, aber Adepten gespielt, was keine sehr effektive Klasse war. Dann, ich meine, es war okay. Dann habe ich aus irgendeinem Grund zuerst Shadowrun Hong Kong gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Vergiss nicht, du wolltest die Waffe upgraden lassen. Die wir nicht haben. Stimmt. Wir kommen wieder dafür. Kann dir schnell nachschauen, ob man den Laser upgraden lassen kann. Okay, warte ich noch. Die große Schwärze. So eine ganze Übersichtsmap ist ein bisschen nicht. Also wir wissen, dass San Francisco, ich könnte vorstellen, dass wir da auch hin müssen. Es hat auf jeden Fall viel mehr Locations als der erste Teil. The Fallout 2, it can be upgraded with a recycling chip doubling the magazine size. Das holen wir uns bei Gelegenheit, das ist nicht so dringend. Naja. Also du hast 20 Minuten sehr effektiv rumgetan, aber so ist das in RPGs. Wir fangen draußen an, wir müssen die Waffen holstern. Mhm. An was möchtest du mich erinnern? Die Anfangszeit von, die DSA-Games erinnern. Die auch ungefähr gefühlt 20 Minuten aus Inventarmanagement bestanden haben. Ja, und wir haben das dritte gespielt, das hatte Maus-Support. Das sage ich jetzt mal dazu. So nichts, dass wir dringend brauchen. Ja, also ich könnte schwören, das Zweier habe ich ohne Maus spielen müssen. Und das Einser hat auf jeden Fall keine gehabt. Ich mag mich irren, dass das Zweier vielleicht auch schon was hatte, aber... Ja. Ah, wir haben noch einen Haufen Slavers zum... aus dem Leben nehmen. So, also wie gesagt, Shadowrun Hong Kong hat mir sehr gut gefallen. Meist auch nicht unbedingt extrem lang und sowas. Und irgendwann habe ich den zweiten Teil, der in Deutschland spielt. Was war's? Drachen? Irgendwas mit Drachen? Irgendwas? Den habe ich eigentlich erst nachher gespielt. Dragonfall, ja. Und da waren mir dann ehrlich gesagt zu viele und zu lahme Kämpfe und dann habe ich das nicht fertig gespielt, weil es... Das war zu viel Ballerei, finde ich. Während das Hongkong hat irgendwie mehr andere Missionen gehabt, die nicht nur... Da gab es gleich Missionen, die konnte man ohne viel Schießen machen. Es ist auch teilweise tricky, welchen Charakter man picken soll, ohne dass man sich das Leben zu schwer macht. Okay. Vor allem irgendwie fehlt mir das... Es ist einfach das Problem, dass in Shadowrun der Aufbau Shadowrun Hong Kong Dragonfall da, ja. Der Aufbau die Klassen die Option zu sehr limitieren. Wenn von den 5 zur Verfügung gestellten Klassen 2 Penalty-frei 2 Penalty-frei Cybernetics usen können, die einer der Hauptzählgründe von Cyberpunk-Aesthetics sind. Ja, aber viele Leute Magier spielen, also ist nicht die Kernauswahl, dass du dich entscheiden musst oder sehr geschissene Builds machen musst. Mhm. Theoretisch kannst du sagen, du opferst einen Essenzpunkt, legst einen Data-Check zu und hackst. Das kann, so, wir stellen das da mal gut hin. Das schaut eh nicht nach einem fetten Fight aus. So, you're starting to annoy me. Wir haben doch noch gar nicht geredet. What's this place do? My place, when I'm honest and legitimate business, no tell you. Bla bla bla. No questions, fuck you, etc. Okay. Naja, wenn sie das so machen. Der Vorteil ist, jetzt stehen wir nämlich nicht drinnen.
Ja, die hat noch irgendwie ein Trauma. Rausgeschmissen. Ja. Siebenundfünfzig, okay. Goodbye, what is? Wir haben schon Krachen. Aber wenn jetzt immer noch die P90. Eigentlich könnte man hier eine von den größeren P90s geben, aber. Ja, Rainbow. Die Gegner gritten aber ordentlich oft. Hat er jetzt schon einen Ripper? Ja. Nicht auf dem mit der Metal. Okay. Der tankt eh noch. Rainbow muss ich nachher wirklich reparieren. Warte. Ja. Wir sind ja so kurzsichtig, wir treffen Leute nur 4 Meter oder so. Gelass den Brainbot in Ruhe. Es wird Zeit für mehr Melden, ja. Ich erkenne, wer hier was weiterkriegt und wer nicht. Okay, Brainbot hat wenigstens sowas wie einen Selbsterhaltungsinstinkt, den nicht das ganze Team teilt. Ja, die Desert Eagles, deshalb tun die so weh. Ja, Markus hat noch immer einen Plasma-Caster. Plasma Rifle. Da ist noch einer. Ah, ja. Ja, natürlich, mit Plasma Rifle kann man leicht reden. Repariert sich mit 2 Stück Faden. Mit purer Willenskraft. For the Emperor, lesser robots would have perished. Wo ist die Lacke vom Wortes? Kannst du bitte aus der Leiche raussteigen? Danke. Oh mein, der hat einen Knighting Loot mit. Naja, es war ja auch der Chef. Ich ja. Die Lacke vom Overseer hat die Knies. Ist eine oder zwei Laken? Eine Lacke, gut. Keys, okay. Das haben das ist Electronic Ding. Ich glaube, das muss ich hacken. Achso. In dieser Phase vom Spiel sind eigentlich sollte man den ganzen Skills nur mit den Heften lernen. Sorry, was wolltest du sagen? Ja, Dude, genau. Meiner Meinung nach war. Ich hab das Laser, weil. Na, warte, wir haben ja einen Flammenwerfer gesucht. Das Cyberpunk-Setting von Cyberpunk 2077 hat mir eigentlich am meisten. Okay, von den 2 Cyberpunk-Settings, mit denen ich mich beschäftigt habe, hat das mir das von Cyberpunk 2077 am besten gefallen. Ja, es ist immer die Frage, was für eine Seite du davon gesehen hast. Übrigens, so Shadowrun, da gibt es auch ein ziemlich gutes Mega Drive-Spiel, oder zumindest gut Random River, und ein sehr strange Super Nintendo-Spiel, das einen zur Verzweiflung bringen will, weil man muss. Oh oh. Weil du. Man muss. Im Prinzip mit dem Gamepad. Also, es hat eine Zielmodalität, die fürchterlich ist, weil du. Hat's für den Super Nintendo nicht eh das tolle Duck Hunt Addon gegeben? Markus! Also, jetzt beginnen alle Sklaven zu erschießen.
Dann müsst du wirklich die Kategorie NPCs betreiben, Genozide einführen. Okay. Jetzt sollten wir eigentlich ein Level haben, oder? Warum? Wir oder waren fast 10.000. Oder habe ich mich verschaut oder kann ich gerade keine Mathematik? Du nix sprechen, Zahl gerade. So. Me nix, du Math, only du Math. Look how complicated. Es kann sein, dass die irgendeine AI da drin haben, während sie im Käfig sind. Ja. Ich hoffe, wir müssen nicht alle befreien, dann liegt ein Bag. Hört für mich so aus, als ob da was liegt. Nein, aber es ist von. Ah, es ist ein Topf. Holster der Waffen. Na, haben wir genug haben wir Sprengstoff dabei? Sollen wir das überhaupt das Quest für den Merc machen und die Hubologin in die Luft jagen? Es ist schon wieder so lange her, dass ich vergessen habe, was sie Schlechtes gemacht hat. Es sind im Prinzip zwei Arschlöcher und dann kannst du aussuchen, in welche Richtung wir arschen. Ich meine, wir können das als Beispiel nutzen, um die Assassination Threads herzuzeigen. Oder du meinst, oder ich finde immer noch am besten die Handelsstrategien. Du kaufst Sprengstoff, aktivierst ihn, stellst fest, dass du damit unzufrieden gibst und kannst ihn einfach zurücktauschen. You're ready to become a ranger. I am. You swear to fight slavery whenever und so weiter. Help fellow rangers. Yeah. Müssen wir uns übrigens merken für folgende Wege. It's just one duty, bla bla, und wir kriegen nichts. Weil ich habe an dieser Stelle, haben sie schon begonnen massiv zu Spanier. Wo war ich gerade im Cyberpunk-Szenario? Also das Mega Drive war eigentlich ziemlich cool. Da gab es sogar wirkliche random Missions und du konntest. Und eine coole Cyberspace-Animation. Also wenn du mich quälen magst, kannst du das Let's Play-Option behalten. So, dann haben wir das nächste Quest. Und was ich sagen wollte, die Shadowrun-Welt ist halt deshalb cool, weil sie diesen ganzen Magie-Dings und dieses New Age-Dings hier reinhaut. Und dieser Clash Magic versus Science und beides zusammen, der ist halt cool. Und es gibt, und dass sie halt auch damit, auch mit Sammelbänden halt wirklich Geschichte spinnen. Es gibt auch für Österreich mehrere Bücher, also Regelbücher und Romane, die das Ganze weitertreiben. Und das ist schon sehr cool. Das Cyberpunk-Szenario ist halt dieses klassischere, das halt am Ende auch realistisch ist, wenn du bei Shadowrun sagst, ja, hat sich erledigt, okay. Oh my god, someone's going to do something, what do? I need some help, quick. Da-da-da, Euro time. What's going on? Oh god, it's Jack, he's threatening to blow up the power plant. There's no time, I have to stop him from me, you can't do that, can't you? Ja, lead on, wissen wir. Stay back, I've got a bomb! Don't do this, Jack, there's always a better solution. Yeah, sure, what did you know about this? Würde das zweite dazu führen, dass er uns in die Luft sprengt? Nein, wenn ich mich richtig erinnere, ist das zweite das, was dazu führt, dass er sich nicht in die Luft sprengt. Okay, nothing, I don't. No crap about your problems. Maybe you better tell me. Oh, this did some kind of tricks. Don't check on his buddies come to kill me. Don't worry, nobody's going to hurt you. Ah, oh, damn it. Okay. Ich glaube, wir können noch irgendwas science oder so. Okay.
Crap is damaged to units, fixing it. Anybody good at repairing things. Ich glaube, wir könnten es. War nicht 8 Repair? War 7 oder 8? Oh. Unklare Sachen sind auch immer super. Ja, ich glaube, wir müssen da gleich laden oder so. Wir haben schon gefixt vorher. Hä? Man kann euch dazu bringen, sich nicht hochzuladen. Haben wir jetzt gerade das Buch weggeschmissen, ja. So. Das, was ich am Terminal gemacht habe, hat es repariert. Und ich glaube, ich habe cool. Das Buch in einen Corner weggeschmissen, was nicht. Es ist die Frage, magst du das Reload und gescheit machen oder leben wir damit, dass er in die Luft gejagt hat? Ich gerne. Okay. Better tell me, who wants to kill you? Ex-wife. She the hell is Mira? Like I said, my ex. Catch her sleeping around, she's saying I'm the bad guy. Court gave her everything. Ich glaube, jetzt heißt das zweite. Yeah, you can recover, everything passes. Nein. God damn it. Okay, wir müssen. God damn it, Jack. Ja, das ist nämlich dieses. Oh, und jetzt haben wir das unintuitive Dialog-Quest. Ich meine, es ist immer noch besser als einfach nur. I click on 100% solution. Wants to kill you, says no kidding, Sherlock. Now folks are going to listen to me. Ah, ja. Ah, genau, das ist, glaube ich, die Lösung. Genau. Look, think this through, blow this place up, and folks would say Jack took the weak way, let him get pushed around by his ex-wife, she wins, you lose. Really think so? Yes, Jack, it's true. I don't know. Don't let her win, Jack. Sicher? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Now's your chance, be the big man, it's really oh, hell, maybe you're right. Wasn't the greatest idea anyway. So, 6000. Thanks, Osio. Manuals. Eine absolut useless Ranger Pin. Das kann man wirklich wegschmeißen. So. So, kriegen wir. Oh, wir kriegen ein Pack. Ich glaube, 21 war das Sniper, glaube ich schon. War das 24. das? Kannst du es bitte nachschauen? Ich glaube, so 24, damit es nämlich so richtig nutzlos ist. Ich meine, wir könnten, weil wir, glaube ich, sehr viel optimieren und feinden an dieser Stelle, vielleicht ein, zwei Level mehr haben, aber. Wir stecken einfach alles in Energy Weapons, oder? Mhm. Mal irgendwas Gutes. Du kannst es einfach machen und einfach Magnetic Personality nehmen. Oder kannst du es dir überlegen, aber schau vielleicht schnell nach mit dem. Mhm. Ich übernachte da waren. Acht, okay. Ich glaube, außer mit dem Anhelfen von Typen zu reden, was wir vermutlich schon gemacht haben vor langer Zeit. Kann man nichts machen, ja? Hello again. Level 24, ja. Okay. Fuck, haben. Ja, ja, wir wissen, dass wir Perception 8 erreichen können. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir haben schon die ganzen Crit Perks. Living Anatomy.
5 damage per attack on living creatures, ich weiß nicht. More criticals. Ah, das brauchen wir jetzt auch schon nicht mehr, weil beim nächsten kriegen wir ja. Ja. Ich meine, ich kann auch mal ein Ding nehmen und dann. Ich nehme testweise Mentals. Ich kann, weißt du was, wir können auch mal wieder laden. Ich nehme Mentals und Buffer und wir schauen, wie es sich ändert. So. Ich glaube, Cautious Nature ist neu. Ah, Perception Random Encounter, so richtig useless. No. Also, urgeile Sachen sehe ich jetzt nicht. Außer hier mehr tragen. Was möchtest du? Ich würde Personality nehmen. Für einen weiteren. Ja. Ja. Passt. Passt. Together a small army. Genau. Stimmt. Ich meine, hier gibt es noch den Präsidentenpalast, der glaube ich. Wo gleich alles, was man machen kann, ist einen Sledgehammer stehlen. Wenn ich mich nicht erinnere. Oder da, weil das nur ein Quest gewesen wäre, vom Bischof Wind zu ermorden. Ich finde das interessant, wie bei der. Ja, sie hat nämlich 20 HP. Also Mord begehen, ja, nein. Scheiß drauf. I don't know who you are. But you're going to die now. Du musst es, währenddem du es den Leuten in die Tasche setzt, wird es gesetzt. Ich muss es aus ihrer Sicht aktivieren. Ich meine, ich muss es hier reingeben, du musst es hier schauen. Ich glaube, du kannst sie aktivieren, wenn du sie reingibst. Das wäre mir neu, aber du kannst es gerne mal ausprobieren, aber. Das sind wir nicht in den späteren Teilen, wo das mit Granaten macht. Congrats. You were caught stealing your own dynamite. Wir gehen jetzt einfach mal aus der Sicht. Sneak. Was machen sie da? Ich spiele mit Dynamit. Ich glaube, das kann sein, dass sie das eingeführt haben, damit. Warum schießt sie jetzt auf mich? Weil wir Schaden gemacht haben. Ah, vielleicht ist sie tatsächlich sowas wie Lawful, also. Weil, ich meine, sowas. Warte, wir haben hier einen extra Save. Gut. Und wenn wir ganz, ganz weit wegrennen und uns First Aiden. Na, das muss man aufpassen. Das ist sehr gefährlich. Oder ich kann's. Aber ich glaube, wenn man Zone Transitions macht, kann man sich den ordentlich Spielstände dingsen. Aber ich kann. Ja, aber wie immer First Aid. Not so enlightened now, haha. Jetzt müssen wir noch schauen, dass uns niemand hasst von unseren NPCs. High class. So. Oh, es ist einfach jemand explodiert. Ganz ist es wurscht. Der Arsch ist wieder am Abend da. Ach, na gut.
wollen wir uns das Quest überhaupt holen oder wollen wir es nicht mehr haben? Ich glaube, wir müssten wieder wen umbringen, ich weiß es nicht. Wir können es nochmal anhören. Dr. Henry, she got some papers, I paid $1,000 for them. No harm, come to Dr. Henry. Ah, Dr. Henry was klar und das hört sich. Das hört sich fair an. Nein, nicht fair, aber. Finde ich auch Leute, die mit Mord anfangen sollen. To earn my trust, you have to start with murder. Ah, wir kriegen einen Flammenwerfer in Vault 15. Spoilerific. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch zum Vault 15. Mhm. Das keine so lange Location ist und machen dann noch eine Aufnahme, wenn es das Vault 15 hat. Das hat sich ein bisschen entwickelt, seitdem wir das letzte Mal da waren. Hm? Oder man hat Hintergänge gefunden. So. Die haben ein Problem, natürlich. Jeder hat ein Problem. Also die Fallout-Welt, da kann sich keiner selber helfen. So. Aber wir machen jetzt einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Episode von Professor Plays Fallout 2 mit Restoration Project und Raffi.